Na, na, So, na, sehr na, gut. na, 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 Ich na. bin schon wieder dabei, aber du sitzt auch schon hier. Ja, ich bin jetzt auch da. Bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. So, sehr gut. Dann ab in den Schon, Heli. sagt er, gerade gekommen. Ach so, okay. Na komm, hier, steig auf da, wir sind uns zu faul. Wir sind bequem und fahren dahin mit dem Motorrad. Ach so, fesseln? Okay. Dann, Nein, 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 zu dir. ach so. Ach so. So bequem meinst du? Ja. Yeah. So. Ich weiß auch gar nicht, war das jetzt in seiner Villa da? Lalalala. Ich habe keine Ahnung. Aber nee, die Villa war weiter abgelegen. Ah. Ja, wollte sagen, die ist Alles ja. klar, ich glaube, hier war ruhig. Ah, Hier war, genau, glaube ich, dachten weil. wir Hinterhalt und dann war Große nichts. Kartellbasis. Genau, Okay, nur dieses dann, Gespräch. ja, Candy. dann mach du das mal und ich Ist bleib kein hier USBV. Was klingelt so so oft? lange sitzen. Sucht es. Da ist das Da. Ding. Sollen wir rangehen? Ich fasse den War Scheiß das nicht schon an. so lange her, ey? Fuck, ich sehe immer Krass, noch ne? keinen. Was Boah, geht die hier Mission haben wir schon ab? ewig, Verkauft. ewig. Möglicher Hinterhalt. Hola, Lange her. amigos. Hier spricht der Sueño. Welch eine Freude, endlich mit Ihnen zu reden. Und ich dachte, wir treffen uns Angesicht zu Angesicht. Sag mir nicht, dass du spät dran bist. Verzeihen Sie die Inhaltetaktik, aber Leute in unserer Branche müssen sich vorsehen. Doch ich bin kein Lügner. Sonio, wir kommen. Das sind keine Sicarios, keine Unidad. Was? Ich will nur reden. Sag uns, Ich wo du sagte bist, Svenjo, dann wir reden wir. willkommen. Ich will nur Ja. das Blut vergießen, Wir holen Candy. dich. Es ist unnötig. Es ist schlecht fürs Geschäft. Und es ist schlecht für Bolivien. Dieses Land versucht seit Jahrzehnten auf die Beine zu kommen. Treten Sie es nicht wieder zurück in den Staub. Da, Seit der da, Erde da. das ganze Land zu seiner Hure gemacht hat, erzählst du uns noch was Wichtiges? Vor Ihnen stehen vier Autos. Betrachten Sie sie als Anbieterlos. So geil. Sag Ja. das nochmal. Ich glaube, ich habe was an den Ohren. Willst du uns anheuern? Sie gehören zu den gefährlichsten Leuten auf der Welt. Natürlich will ich Sie anheuern. Jeden Tag riskieren Sie Ihr Leben für Ihr Land. Und man bezahlt Ihnen casi nada. Gar nichts. Arbeiten Sie für Casinada. Santa Blanca. Dann verdienen Sie mehr Geld, als Sie sich Nein. vorstellen können. Sorry, aber mit Verlaub, fick dich ins Knie. Hör zu, wir sind nur hierher gekommen, um dich zu töten. Die Tatsache, dass du nicht hier bist, bedeutet nur, dass du noch etwas mehr Zeit auf Erden hast. Aber du solltest schon mal Abschied nehmen, denn wir werden dich finden und wir werden dich So ein geiler töten. Dialog, Dann ne? soll es so sein. Versuchen Sie Ihr Glück. Ja, und jetzt? Versuche sie. Ja, jetzt musst du gleich, gehen Sie ans Telefon, bist du ja. Ah, Moment, jetzt spricht wir haben Bowman was wieder mit Neues. uns. Svenju hat uns ein lukratives Jobangebot gemacht. Und dann müssen wir Bowen, jetzt dann das, was haben wir Sie es angenommen? dann die letzte Kaufmanns Mission Hörleistungen an sozusagen. und wir sagten, wir würden ihn töten. Okay. Also haben Sie uns weiter am Hals. Soll dir recht sein. Bis dann. Okay. Ja. Ach so, ah, okay, weil jetzt ist das Angebot abgelehnt worden. Ich glaube, zuvor hatten wir das Angebot angenommen, kann das sein? Nein, auch abgelehnt. Ach so, okay. So, und jetzt auf jeden Fall, warte mal, die letzte. Hey, Svenjo. Und jetzt, jetzt habe ich auch bei Schmuckel 115%, ich verstehe das nicht, aber okay. Okay. So, und dann jetzt hier. Vielleicht haben das nur die vorgestellt, ich habe keine Ahnung. Sekretariat hat uns mitgeteilt, dass einer seiner Männer vielleicht El Wer ist das Sueños noch? Aufenthaltsort kennt. Ah, okay, Finden dann Sie heraus, was der Mann weiß. halt. 10 harte Kilometer. Oh, oh, Ja, wir können sie ansonsten auch gerne mit der Blitzreise machen. oh, oh. Oder so. Das klingt nach einem Plan. Das So, geht was war wahrscheinlich ein. schneller. Ich gehe nach Montjuïc Bravo, sozusagen. Ja, das Ding ist, ich kann die Mission wieder nicht sehen. Die ist dann nicht markiert bei mir. Ich weiß nicht warum. Ach, ich ahn's es nicht. Aber irgendwann sehe ich dich und spawn einfach zu dir. Cool. Ja. Nur, wo bin ich da? Ach, der Helikopter stürzt ab. Oh Ah, ja, okay. ach so, ja, ich bin schon raus. Hm, schön, gut, cool, sehr gut. So. So, ein Fallschirm, dann kann ich dich ja suchen. Bist du unten, ne? Irgendwo? Ja. Gib mal einen Tipp, weil ich sehe dich halt. Da ist er. Links bist du, nicht unten. Da ist er.
Da ist er. So, jetzt allein, so als wollen wir wieder ein Hihihi. Planetarium hat Fahrzeug gemieden. Ja, definitiv. Hey, wo bist du? Hier ist er. So. Machst du auch. Ach ja, ich sehe schon dein Dingens. So, dann hier bitte. Pakatari hat uns mitgeteilt, dass einer seiner Männer vielleicht El Sueños Aufenthaltsort kennt. Noch bin ich nicht mal Finden da, Sie also. heraus, was der Ja, Mann aber ist? Jetzt. jetzt zeigt er mir nicht schon. Ja, sehr gut. Da sitzt er schon. Oder er kniet. Ja, er kniet. Warum auch immer er die immer hocken. Wo ist er denn? Ja, hier, Ah. hinter dir. Sehr gut. Tada! Zack, 10 Kilometer. Leicht bewältigt. So, dann jetzt wieder zum Friedhof und dann zu Bowman und dann gleich mit dem Stimmt, Heli genau. abhauen. Ja. Wie gehen wir denn diesmal vor? Und Vom Dach dann. wieder oder wie? Ja, genau, und dann gehen wir hinten rum. Okay. Also so wie ich beim letzten Mal gelaufen bin. Ja, genau. Und Ja, diesmal laufe ich dir dann auch nach, sonst. genau. Immer. Wir sind Ah, da. sehr gut. Irgendwas stimmt nicht. Bewegung. Na, gehen da. Shit. Hier ist eine Leiche. Es ist der Rebellenführer Amaru. Wir haben den Kerl vom Kartell befreit. Ich kann Pak einfach nicht erreichen. Glaubst du, Pak und seine Rebellen haben das Handtuch geworfen und er musste fliehen? Sieht nicht so aus, als wäre hier groß gekämpft worden. Ich rufe Bowman an. Vielleicht weiß sie mehr. Bowman, wir haben ein Problem. Wir wollten uns mit Pak und So. einem seiner Jungs Ich treffen. glaube, es war Richtung Pak, wo Schnee. sind Sie? Hören Sie zu, Pak war nicht da. Dafür Amaru. Tot. Haben Sie von Pak Katari gehört? Pakatari ist hier bei mir in Pokhara. Bowman. Ah. Bowman. Was zur War Hölle in geht hier vor? Pokhara. Was zur Hölle geht hier Nix. vor? Keine Ahnung, aber wir müssen zu Bowman, schnell. Ich hätte nie gedacht, ich sage das mal über jemanden von der CIA. Aber wenn hier was passiert ist, fackle ich das ganze verdammte Land ab. So, es war doch Da hier, mache ne? ich mit, Mann. Machen wir weiter. Ich hätte nie gedacht, ich sage das mal über jemanden von der CIA. Aber wenn hier was passiert ist, fackle ich das Hä? ganze verdammte Land ab. Da mache ich mit, Jetzt noch Mann. fünfmal. Bowman sagte, Pak sei bei ihr. Alles. Dann war sie plötzlich weg. Vielleicht ein Problem mit dem Telefon. Vielleicht spielt Pak falsch. Weaver, kannst du Bowmans letzten So, Standort ermitteln? dann zeig mal an, ja. Aber ich Ja, sehe es noch nicht. ich bin der Meinung, es war irgendwo hier. Es war auf jeden Fall noch Schnee. Obwohl oben links schon steht, erreichen sie Bowman. Da, hier, 1,7 Kilometer. Oh Mann, doch noch so weit weg. Ich Naja, kann es nicht geht. sehen. Das ist, ah, da unten. Okay. Ist es bei dir gelb oder grau? Grau. Okay, ist bei mir auch. Weil mir ist grau, weil das ganze Ding ist ja schon einmal gemacht worden, sozusagen. Genau. Okay, dann den Heli wieder hier so davor, oder? Ja. Oh, was machst du? ich bin schon Der ausgestiegen, macht weil ich es selbst nicht was. gesehen hatte. Ich guck nach oben und ich habe nur auf dein Wort auf. Oh, nee. Okay, Heli ist hier. Wo bist du? Oh, du bist nicht down, ne? Nee, da darfst du. Doch, jetzt, ich war down, ja. Ach doch, warst du doch. Hä? Hm. Okay. So, dann rein. Lass mal den Spann laufen, oder was? Dann geht doch rein. Ja, können wir lassen. Nochmal zur Komplimentierung Bowman. hier. Pakatari. Sie meinen. Er hat uns verarscht. War nur eine Ablenkung. Nur Ablenkung? Für Svenio. Die Rebellen wissen, wo er steckt. Pak will ihn öffentlich hinrichten lassen. Moment, heißt das etwa, wir sollen Svenios verschissenes Leben retten? Das heißt, dass Svenio im Knast verrotten und nicht wie ein Märtyrer sterben soll. Außerdem sind in seinem Kopf Informationen, um jedes große Kartell da draußen auszurotten. Diese Infos will ich aus ihm rausholen, und zwar so gründlich und schmerzhaft wie möglich. Zum Mausoleum. Wir treffen uns da. Nomad? Sie wissen, was das heißt, oder? Ab jetzt sind Pakatari und die Rebellen unsere Feinde. Oh, alle sind sie gegen So, uns. aber das war das jetzt anders schon? Das war nicht wirklich anders, nee. Nicht? Also Ich denke sollte mal, Dings in den Knast schon immer? Das hören wir? ich denke mal, der Abspann wird anders sein. Okay. Ich habe das Gefühl, dass das ja auch schon anders war. Achso. So, kann losgehen.
Ah, jetzt haben sie mich gesehen, die Schweine. Aber ich bin drauf. Sehr gut. Kannst ja losgehen. Was ich für Munition ja mal hatte. 150 Schüsse. Bam! 150. Aber der Helikopter schießt ganz schön beschissen, muss ich ja mal sagen, ne? Ja, ich glaube, vielleicht ist das auch nur so zur Action-Haltung des. Ja, so Panikmacher so. Ja, ja, so ein Action-Programm im Finale hier. So, aber jetzt erfasst mich komischerweise keine Rakete. Das ist ein bisschen merkwürdig. Nee, kann auch gar nicht nachvollziehen, warum die langsamer sind als wir. Das verstehe ich natürlich auch nicht. So, und diesmal ist hier auch oben gar keiner. Okay. Opa! So. Versuch Nummer 2. Ach, geht er dich jetzt. Ach geil. So schön unten war ich auch noch nie. Brauchst du immer nur links, rechts. Warte. Ja, mach ich auch. Mach ich auch, ja. Machst du wieder da die ersten drei oder was? Alles klar. Lauf doch da lang, Kollege. Okay. Granate fliegt, nehmt das. Ich bin down, scheiße. Pass auf, da sind noch zwei. Boah, Kretscher macht keinen Scheiß, ey. Ja, ich weiß auch nicht. Läufst du denn nach vor? Aber ich glaube, die sind markiert, da. Ja? Oh, pass auf! Oh, das war knapp. Alter, da geht nicht platt. Okay, I'm down. Kommen sie aber natürlich um die Ecke gelaufen dann, ne? Und Uni das auch. Geh doch um die Ecke da! Lad doch nicht nach. Ach was. Gottes Willen, ne? Ja, jetzt. So, sauber. Da haben sie aber ganz schön was rausgehauen gerade, ne? Ja, ich sag's dir. Übermut. Hä, wer sieht mich denn jetzt? Der Heli, oder? Der Heli, ja. Wir haben Alarm am Start. Ja, würde mich auch wundern, wenn nicht. Noch ein Heli, ey, was ist denn kaputt bei euch? Hier bei mir zeigt er den nicht an, komischerweise. Yeah. Nee, ich hab ihn auch nicht gesehen, also. Nur einfach, von hinten, also. Einfach zur Tür rein wird ja hier nichts, ne? Nee. Muss man sich schon durchschießen. Okay, alles klar. So, dann, Ein paar Granaten hier. Ich probier erstmal Blendgranate. Blendgranate kommt. So. Oh, doch, lass mal durchgehen. Komm her, lass mal durch. Ja, los, auf geht's. Ich bin an der Tür. 3, 2. Okay, 3, 2, 1, auf geht's. Ja. Ja, stark. Öffne doch. Okay. Aber nicht reden, nicht reden. Auf geht's. Nee. Nimm die Hände hoch, Arschloch. Los! Das wird dich. Nur habe ich zurzeit schon etwas in den Händen. Wo ist der? Ich will den großen bösen Retter. Weg damit. Natürlich. Adios, Señor Katari. Sie haben 5 Sekunden, auf die Knie zu gehen und die Arme zu verschränken, bevor ich Ihnen den Kopf wegschieße. Sollten Sie nicht an Ihr Telefon gehen, Officer Bowman.
Hallo? Sir? Ja? Ja, das verstehe ich nicht. Sir? Sir, das ist nicht möglich. Ich sage Ihnen, das ist auf keinen... Bitte, ich bitte Sie darum, dass... Sir. Ja, ich verstehe. Fuck, fuck, fuck! Bowman? Fick dich! Fuck! Bowman, was ist? Bowman! Er hat Immunität! Er hat einen Deal und er... Ein Deal mit Fuck. Wem? Mit dem Justizministerium! Moment, heißt das etwa... Er liefert uns die Bosse von 4 anderen Kartellen und 3 Terrorgruppen, die mit Heroin dealen. Seine Konkurrenten. Wie zum Teufel ist das möglich? Wie ich euch sagte, hast du Macht, hast du auch alles andere. Nun, wenn es recht ist, Signora Bowman, sieht aus, als wären Sie gestern mein Feind gewesen. Und heute sind Sie nur noch mein Chauffeur. Los, bringen Sie mich zu Ihren Vorgesetzten. Tut mir leid. NOC Karen Bowman, Plan Bolivian After Action Report. Offiziell war Unternehmen Kingslayer ein Erfolg. Das Santa Blanca Kartell wurde zerschlagen, die Unidad wurde erheblich geschwächt und in der bolivianischen Regierung gibt es Veränderungen. Die Untersuchung des Mordes an DEA-Agent Ricky Sandoval ist zwar noch im Gang, doch wir glauben, dass die Schuldigen neutralisiert wurden. Und den als El Sueño bekannten Mann gibt es nicht mehr. Er ist jetzt der vertrauliche Informant Nummer 38726B. Und VI 38726B erweist sich als Goldmine an Informationen. Der Buchhalter des Las Manos Muertas-Kartells, den letzte Woche mexikanische Marines erschossen haben. Die vor einem Monat in Österreich verhaftete Terrorzelle Al-Saif. Die in Westafrika gestellten Waffenschmuggler der korsischen Mafia. Alles dank der Ratte, die wir als El Sueño kennen. Der Deal ist, solange er uns mit brauchbaren Infos versorgt, lassen wir ihn frische, ungesiebte Luft atmen. Offensichtlich verpfeift er keine Freunde. Nur die Konkurrenz, die sein Geschäft übernehmen will. Doch wie es so schön heißt, der Feind meines Feindes ist immer noch ein beschissener Feind. Und was bekommt er dafür? Abgesehen von der Eliminierung aller, die ihm irgendwie im Weg sind? Eine Luxusbude mit 3 Schlafzimmern in Pinecrest, Florida, freies Essen, $50 Tagespauschale und unbegrenztes Pay-Per-View. Und alles auf Kosten des Steuerzahlers. Freiheit ist ein dehnbarer Begriff, also gibt es rund um die Uhr Überwachung, Wachen vor Ort und Kameras in jedem Raum. Falls Sie sich je gefragt haben, wie ein Ex-Drogenboss beim Kacken aussieht, glauben Sie mir, es ist nicht so spannend, wie man vielleicht meint. Und da alles, was ich sage, zensiert wird, kann ich Sie auch einen Blick in meine Kristallkugel werfen lassen. Das wird sich ändern. Irgendwann gehen ihm die Ziele aus. Und was dann? Die CIA finanziert ihm das Zeugenschutzprogramm nicht ein Leben lang. Im besten Fall stellt Mexiko irgendwann einen Auslieferungsantrag und er sitzt eine Woche im Gefängnis, bevor er in einem verdächtigerweise unbewachten Wäschereiwagen verschwindet. Im schlimmsten Fall lassen wir ihn einfach frei. Vielleicht macht er ein paar Wochen Urlaub in den dunkelsten Ecken Osteuropas, bevor er nach El Salvador geht, ein neues Kartell gründet und es El Renacimiento nennt. Die Wiedergeburt. Diesmal gibt er 10-mal mehr für Sicherheit aus. Dann geht er nach Peru und übernimmt alles. Nur im größeren Stil. Meth-Herstellung, Heroin aus dem Mittleren Osten, MDMA, Badesalz, Steroide. Wenn jemand etwas schlucken, schnupfen, rauchen oder spritzen will, er stellt es her, verschiebt es, verkauft es. Aber wissen Sie was? Ich werde schon auf ihn warten.
Ich und meine Freunde. Die Ghosts, die Unsichtbaren, die Unhörbaren, die, die gar nicht existieren und die trotzdem ihre Träume heimsuchen. Wurmenende. Das alternative Ende. Das war wohl das. Ghosts. Ja, Mann, das war wohl das gute Ende. Ja, wie man es nimmt, ne? Also, hier finde ich, hat man gesehen, man kann sich vielleicht auf Teil 2 einstellen. Ja, Ghost Recon Wildlands 2. Das war so ziemlich für eine Fortsetzung offen gehalten. Genau. Dann geht er halt nach Peru und dreht da ein bisschen auf die Kacke und macht vielleicht ein bisschen noch größer. Und dann geht's dort weiter. Oder fängt es dort von vorne an? So kann man es dann natürlich auch. Fände ich ziemlich cool, wenn sie ein bisschen was ändern würden. Ja, ein bisschen weniger Bugs reinhauen, ein bisschen. Das würde schon echt viel vom Spielvergnügen her verbessern. So ein anderes Missionssetting auf jeden Fall würde ich mir wünschen, weil dann doch schon alles ziemlich linear war. Aber gut, was willst du erwarten bei so einem großen Spiel? Irgendwie erhoffen sich dann die Missionen. Vielleicht mehr fahrbare Untersätze, also vernünftige fahrbare Untersätze so. Ja, ein bisschen mehr Auswahl, ne? Genau. Ich glaube, es waren 10 Autos und dann die hattest du das Spiel über. Vielleicht ein paar andere Waffen garantiert. Ein bisschen andere Ausrüstung. Also die Drohne war schon cool. Die Drohne war cool, die war echt hilfreich. Ansonsten, ja, Waffen hatte man auch eine Riesenauswahl. Ich persönlich habe leider das da eigentlich relativ gut Hundermund mal durchprobiert. Ich persönlich war ja eher auf 3-4 Waffen fest. Habe ich mich ja festgenagelt. So viele Waffen hätten es jetzt nicht sein müssen, weil man probiert ja nicht alle aus. So, lass es von jeder Klasse 20 Waffen sein, ist okay, oder 10 oder 15, die man halt auch benutzen kann, so, also die es auch möglich machen, dann die alle mal zu benutzen. Die Drohne vielleicht ein bisschen umfunktionieren, irgendwas anderes Geiles dazu oder keine Ahnung noch. Vielleicht einen Roboter laufen lassen oder weiß der Kaya, wie es halt so ist, ne? Bei den Seals, bei der Navy, wie auch immer. So ein bisschen was verändern auf jeden Fall. Würde mich satirisch darüber freuen, wenn dann Teil 2 kommt, ein paar andere Sachen. Wäre schon ziemlich cool. Ja, würde ich mich auch drüber freuen, auf jeden Fall. Ein paar Sachen können sie zum Beispiel auch weglassen, wie zum Beispiel wie du dich anziehen konntest, die ganzen Klamotten und was. Theoretisch braucht man es nicht, ja? Man vielleicht ein bisschen Auswahl, aber ja. Was du da an Mützen kriegst, Caps kriegst, an Kleidung, brauchst du eigentlich. Ja, oder die Rucksack-Scheiße da. Cool wäre, wenn sie das machen würden, dass du Rüstung findest im nächsten Teil. Dass du sagst, okay. Zum Beispiel. Wie mit dem Predator-Helm, die von dir. So. Helm dafür bekommen, aber bei dem die Nachtsicht komplett anders aussieht oder das Wärmebild. Sowas wäre zum Beispiel. Ein bisschen mehr aber davon. Vor- und Nachteile, dass du dann sagst, okay, dieser Helm hat 30 Rüstung, der andere Helm hat 50 Rüstung, kann aber nichts dafür. Ja. Also, genau. Dass du dir irgendwo selbst entscheiden musst, dass alles ein bisschen individueller ist. Also ich bin gleich und du bist gleich, weil scheißegal, welche Klamotten du hast, ist egal. Ja. Sondern, dass man sich das ein bisschen abheben kann, dass man sagen kann, okay, pass auf. Oder dass man die Klasse vielleicht wählen kann. Der eine ist Sniper, der eine ist, Tank, also hier, der kann mehr aushalten, etc. Das wäre auch ziemlich cool. Das wäre auch cool, ja, das stimmt. So, zu sagen, okay, pass auf, die Sniper kann zwar ein Maschinengewehr mitnehmen, ist halt aber ein bisschen schwächer mit dem als ein Maschinenpistolenfritze, der halt dafür spezialisiert ist. Das wäre ziemlich cool. Ganz genau, ja. Naja, so, und dann halt, wie gesagt. Auf jeden Fall noch. Kann man viel ändern, man kann aber auch viel lassen. Also, genau. Mir hat das Game riesig Spaß gemacht, ja. Wir hatten jetzt echt mega lange Spielzeit. Oh, auf jeden Fall. Die Hauptmission war eigentlich recht vernünftig gestaltet. Jetzt die letzte Mission war mit dem Surrender, hätte ich mir actionreicher vorgestellt, ja. Vielleicht ja, auch ein bisschen actionreicher enttäuscht. Erwartet. Ich meine, gut, wir haben jetzt den Trick mit dem Heli, da warst du natürlich schneller da. Das ist natürlich weniger actionreich. Aber ja, ansonsten Tür auf und durch ist, ja, kann man machen, aber für diese Spielzeit muss man es nicht machen, also ehrlich. Da gab es viel spannendere, geilere Missionen. Definitiv, aber auch viel, viel mehr in Szene gesetzte. Das ist so, ich bin da und okay, ich ergebe mich. Ja, genau. So, ich habe mir so gedacht, dass er nun den Plan hat, okay, wussten wir alle nicht. Ne? Also, aber trotzdem, das war mir jetzt ein bisschen zu langweilig so. Ja. Für Drogenboss, wie er da ist und keine Ahnung und dicke Eier und sowas, weißt du, aber da macht er so einen Film. Naja.
Ja. Ich dachte bis zuletzt, ne, die Szene ändert sich nicht, dachte ich nicht. Ja, ich dachte auch. Okay, ich dachte, was okay, jetzt? Alles gleich, scheiße, okay. Weil ja, erst, tut mir leid, erst ab dem Moment, wo sie sagte, also dass sie ihn mitnimmt, ab da habe ich gemerkt, okay, jetzt ist anders. Aber ansonsten dachte ich auch so, was, ja, weil, hast du das umsonst gemacht? Wollte ich schon dazwischen funken, ne, so, was, das kann ich sagen. Ja, ich auch. Aber okay. Bis zu dem Teil, wo sie gesagt hat, es tut mir leid, dachte ich mir, okay, jetzt knallt sie ab. Okay, genau. Die gehen nur raus, Alter, alles klar. Ja, echt. Und nur diese eine Szene, und gut, danach hinterher das Aufklärungsvideo, was dann halt auf jeden Fall darauf hinweist, dass es garantiert einen zweiten Teil gibt, der wahrscheinlich in Peru wär spielt. Wäre schon cool. Wär auf jeden Fall noch cool. Mal ein bisschen mehr Action. Aber erstmal kommt ja jetzt noch The Division 2, ja. Ich denke, ein Großteil wird erstmal ein bisschen auf sich warten lassen. Stimmt, ja, da ist erst ein Jahr alt, ja, ne? Das war's auf jeden Fall von Ghost Recon. Ich denke, die ganzen anderen neben Schnickschnack werden wir jetzt nicht nochmal nachliefern. Dann vielleicht so. Was ist mit dem Offspielen? Mit den DLCs? Genau, die DLCs, denke ich mir, kommen auf jeden Fall nochmal. Kommen auf jeden Fall nochmal so ein paar Folgen nebenbei. Aber ansonsten, hauptstorymäßig, Ghost Recon ist das hier die letzte Folge. Es hat uns riesen Spaß gemacht, ja. Über 100, ich weiß gar nicht, es müsste heute die 115. oder 116. Folge sein. Über so viele Folgen habt ihr uns hier mitverfolgt und das Ganze euch mit angetan. Ja, es hat uns riesen Spaß gemacht. Matze sicherlich auch. Ja, auf jeden Fall. War auch ein geiles Koop-Game. Ja. Top-Partner, wunderbar. Besser geht's nicht. Ehrlich. Und damit sehen wir uns in einem der nächsten actionreichen Teilen wieder. Mal sehen, ob Far Cry 5 irgendwann noch auf den Kanal erscheint. Das kann man ja auch im Koop zocken. Genau. Das ist ein bisschen anders. Ja, stimmt. Auf jeden Fall sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder auf den Kanal und wir bedanken uns. Yes! Riesig, Leute. Ghost Recon. Es lohnt sich. Geil. Und mittlerweile gibt es ja auch schon günstig zu jagen, ja. Ja, stimmt, ja. Gut, ist ja schon ein bisschen älter, ne? Anderthalb Jahre. Kann man günstig schießen. Es gibt ja auch eine Season 2, ja, für alle, die es noch nicht wissen. Ja, es gibt eine zweite Season mit anderen DLCs noch, die noch kommen werden. Aber bei uns gibt es auf jeden Fall die Narco Road, hier ist das gute Stück, glaube ich, und Ghost. Genau. Ghost war bei der PvP-Modus. Narco Road und. Der andere war es, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, warte, Leute. Ich google schnell nach. Warte, Narco Road und Fallen Ghosts hieß das gute. Der zweite Stück. Okay. Ja, die liefern mir auf jeden Fall noch nach auf den Kanal. Da muss man auf jeden Fall reinstuppern. Genau, auf jeden Fall. Und in den Folgen sehen wir uns dann wieder und dann halten wir jetzt auch die Klappe und die Krebats sind raus!